Als die U19-Frauennationalmannschaft gestern an der Heim-EM gegen Spanien spielte, stand sie im Fokus der Kameras. Der Frauenfußball findet heute auch medial statt. Vor 50 Jahren noch wurde darüber, wenn überhaupt, als Kuriosum berichtet. Die Entstehungszeit des Frauenfußballs in der Schweiz, sie ist kaum dokumentiert. Das Museum des FC Zürich will dieses Versäumnis nachholen, sammelt derzeit für eine Ausstellung Dokumente über die Pionierinnen des Schweizer Frauenfußballs und ist dabei auch auf dieses Teamfoto gestoßen. Es zeigt die Damen des ersten Frauenvereins, darunter auch Trudi Streit, damals Moser. Dass sie und ihre Freundinnen den DFCZ gründeten, hatte ganz pragmatische Gründe. Wir wollten Fußball spielen und nicht irgendeine Pionierarbeit leisten. Das waren wir uns ja nicht bewusst, sondern wir wollten Fußball spielen und hatten Freude am draußen sein, am Ballspiel. Nach diesem ersten Schritt kam Bewegung in den Frauenfußball. Rasch bildete sich eine Liga. Zwei Jahre später spielte Trudi Streit auch im ersten Spiel der Schweizer Frauennationalmannschaft in Schaffhausen gegen Österreich. Wir haben in der Jugendherberge übernachtet. Wir durften die uralten Leibchen tragen von den B-Junioren. Die waren vorne noch geschnürt. Aber es hat alles keine Rolle gespielt. Wir durften spielen. Und die Fußballerinnen haben seither immense Fortschritte gemacht, sagt die SRF-Sportredaktorin Seraina Degen, die die Entwicklung der Frauennationalmannschaft in einem Buch dokumentiert hat. Heute ist das alles sehr viel professioneller. Die Frauen, die sind topfit, die leben für ihren Sport. Es ist ein attraktiver Sport. Es gibt keine Neymars im Frauenfußball, die irgendwie nur herumliegen oder so. Also da hat sich sicher sehr viel getan. Ich muss sagen, ich hätte keine Chance, heute in dieser Nationalmannschaft zu spielen. Wobei, die Pionierin des Frauenfußballs hat auch heute noch einen zackigen Schuss drauf.